sieht ganz gut aus auf den hinteren Plätzen. Ja. Ich denke, er hat sich langsam an die Fahrgeräusche und das Schaukeln gewöhnt. So ein schreckhafter Elchbulle hat doch auch sein Gutes, hm? Könnte mir nicht mehr einfach aus dem Weg gehen. Ich gehe Ihnen nicht aus dem Weg. Wie finden Sie eigentlich meine Assistentin? Annette? Wie soll ich sie finden? Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich keine Hoffnung machen soll. Ich bin keiner, der mit den Gefühlen anderer spielt. So habe ich die Frage eigentlich nicht gemeint. Obwohl, ich möchte nicht wissen, wie viele schon ihretwegen ins Kopfkissen geweint haben. Sie vielleicht? Vorsicht! Da kommen wir nicht durch. Ein Unfall. Und jetzt? Hier. So, wie kommt denn über die B-185? Das ist ja ein Riesenumweg. Das dauert ja ewig. Und zur Not können wir auch ein Hotel nehmen. Und den Rückweg morgen machen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Bessere Idee? Hier, über die Dörfer. Hält unser Passagier das durch? Solange Sie sich nicht verfahren. Sie sind ja gewöhnt, durch die Pampa zu fahren. Na gut, wenn Ihnen diese Art Abenteuer lieber ist. Wir können auch in der Scheune übernachten. Zu dritt. Sie haben auf Ihren Reisen bestimmt viele Abenteuer erlebt. Wollen Sie mal eins hören? Gerne. Was Privates oder doch eher was Berufliches? Das Berufliche reicht mir völlig aus. Da erzähle ich Ihnen eine Geschichte aus den Anden. Wir waren auf einem Pass unterwegs, ja? Wir haben 3 Tage gebraucht, nur für diesen Pass. Minus 20 Grad waren das da oben, ja? Und oben fielen ständig die Motoren aus, wegen der Höhenluft. Auf der einen Seite geht es 200 Meter runter. Man muss sich das so vorstellen. Der Weg ist ungefähr so breit wie 2... Würden Sie Ihre Hände bitte auf den Lenkrad lassen? Gerne. Auf jeden Fall mussten wir Schnee schippen, ja? Also, ich immer aussteigen, vielleicht Schnee schippen... Vielleicht könnten Sie mir auch etwas Beruhigendes erzählen? Aber klar. Der Weg durch die Salzwüste, das war das reinste Kinderspiel. Unglaublich, was Sie für Geschichten erlebt haben. Meine Töchter würden Sie bewundern. Das nächste Mal nehme ich Ihre Töchter mit. Die sind bestimmt einfacher zu beeindrucken als Sie. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen schneller rasen? Entschuldige bitte. Hallo? Susanne, ich bin's. Wir können an die Ostsee. Das Konzept ist fertig. Ich bin gerade auf dem Weg zu Fährmann. Ich bin gespannt, was er sagt. Sehr toll. Wie hast du denn das so schnell hingekriegt? Ja, das ist mein Geheimnis. Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Das klingt aber nicht wirklich begeistert. Bist du noch unterwegs? Wir hatten einen Unfall. Also nicht wir hatten einen Unfall, sondern es gab einen Unfall. Und wir mussten jetzt einen Umweg nehmen. Wie ein Unfall? Sag dem Fahrer, dass er vorsichtig fahren soll. Ja, mache ich. Gut, bis dann. Sie sollen vorsichtig fahren. Keine Angst, er kriegt dich schon wohlbehalten zurück. Weißt du, dass Sie mit mir unterwegs sind? Nein. Und warum haben Sie es ihm nicht gesagt? Ich kann es ja gleich nachholen. Ist hin. Ach du meine Güte. Lasse, alles okay?
das mitten in der Pampa. Danke sehr. Der wackelt aber ganz schön. Ja. Ist unruhig. Ich habe Angst, dass er umfällt. Wissen Sie was? Ich glaube, ich lasse ihn noch mal ab. Ich lasse den echt besser raus. Kleinen Moment. So, okay. Ja. Komm her. Mach mal eine kleine Pause. Komm mal her zu mir. Soll ich helfen? Es geht schon, danke. Ja, alles in Ordnung. Ja. So, ich hab's gleich. Was machst denn du da? Na komm, ist dir so heiß geworden, hm? Was? Na komm. Ah! Speziosa. Ich bin aber kein Elch. Ja.
Toll, das freut mich. Wir hatten schon lange keinen Sperbergeier mehr. Das war meine Absicht. Mal sehen, ob er sich einlebt nach der Quarantäne. Kommst du mit zu mir? Was? Naja, wir gehen zu mir. Ich werde zu Hause erwartet. Wir gehen was essen. Ich habe keinen Hunger. Ein Glas Wein? Ich habe keinen Durst. Du musst ja nichts trinken, wir können einfach so zu mir. Wirklich nicht. Tom, bitte, vergiss, was vorhin passiert ist, okay? Das kann ich nicht, Susanne. Du bist eine außergewöhnliche Frau. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Und du bist ein verrückter Kerl. Tschüss.